5000 werden satt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger: Die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben. Die Jünger überlegten: Hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken. Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus. Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war.